Millionen Rentner leiden. Nettorente im September 2022. 10% weniger wert. Historisch höchster Inflationsanstieg. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Glauben Sie es mir bitte wirklich, das konnte ich selbst nicht glauben, was ich hier gelesen und gesehen habe. Im September 2022 betrug laut dem Statistischen Bundesamt Destatis, können Sie bitte auf deren Internetseite Pressemitteilung vom 29.09.2022 nachlesen, die Inflation 10% mehr im September im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2021. Das sind Irrsinnszahlen. Gegenüber August 2022 stieg die Inflation nochmals um 1,9%. Die Verbraucherpreise Energie waren im September 2022 um sage und schreibe 43,9% höher als im Vorjahresmonat September 2021. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bei den Lebensmitteln lag die Teuerung um rund 18,7% höher als im Jahr 2021. Und bei der Mieterhöhung, da sehen wir mal die wirklichen Zahlen, wie es eigentlich im Normalfall ist, ist die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat 2021 um sage und schreibe 1,7% höher. Und so müsste es eigentlich im Normalfall auch sein. Dann hätten wir nämlich eine Teuerungsrate im Jahr 2022 von 1,7 oder 2%. Jeden, der diese Zahlen liest, wird klar sein, dass sein eigenes Einkommen de facto durch den Kaufkraftverlust gesunken ist. Und mit dem de facto weniger Geld müssen Sie dann auch noch die höheren Energieverbraucherpreise zahlen. 43% mehr, das ist ja Wahnsinn. Wer also 1.000 Euro Nettorente im Monat September 2022 hat, muss im Vergleich zum Vorjahresmonat 2021 einen realen Verlust von Kaufkraft im Wert seiner Rente von 100 Euro hinnehmen. Das heißt also, er hat zwar 1.000 Euro, kann aber dafür für 100 Euro de facto weniger einkaufen. Und von den verbliebenen 900 Euro muss er auch noch mit den massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten klarkommen. Rein rechnerisch ist das Renteneinkommen jeder Rentner im September 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat 2021 um 10% gesunken. Man kann sagen, dass die Rente sich um 10% im Wert verringert hat. In Frankreich hat die vor kurzem eingeführte Gas- und Strompreisumlage dazu geführt, dass die Inflationsrate dort deutlich geringer ist und dass die Rentner dort viel besser über die Runden kommen mit den gestiegenen Energiepreisen. Alle politischen Wenn und Aber und Spielchen müssen sofort aufhören. Die Strom- und Gaspreisbremse muss sofort umgesetzt werden, damit die extreme Teuerung endlich aufhört und die Rentner und die Ärmsten in unserem Land wieder Luft zum Atmen bekommen. Denn die Inflation ist letzten Endes ein Teufelskreis, der unter anderem auch dazu führt, dass der private Konsum wegbricht, was aktuell in Deutschland tatsächlich so zu beobachten ist. Die Menschen kaufen nur noch das Nötigste ein. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.